Und laut Geheimdienst- und Militärquellen, die mir vorliegen, ist die Erde ein Schlachtfeld zwischen feindlichen Insektoiden und Reptilienwesen auf der einen Seite und den Tall Whites, Nordics, Ibens und vielleicht auch den Tall Greys auf der anderen Seite. Herzlich willkommen bei Exo Magazin TV, dem Magazin für Freigeister. Wo verläuft beim Thema UFOs eigentlich die Grenze zwischen Fakt und Verschwörungstheorie? In den USA will der Kongress jetzt vom Pentagon wissen, ob es ultrageheime Projekte gibt, in denen zum Beispiel abgestürzte UFOs untersucht und nachgebaut werden. Das ist Fakt. Und laut Jacques Vallée soll sogar der ehemalige US-Präsident George Bush bestätigt haben, dass Alien-Landungen und Kontakte mit der Regierung tatsächlich stattgefunden hätten. Überhaupt entwickelt sich die Informationslage zu UFOs im Moment derart schnell, dass man kaum noch hinterherkommt. Und dann kann man sich ja schon mal fragen, also welche Verschwörungstheorie wird demnächst als Fakt anerkannt? Die preisgekrönte Journalistin Linda Moulton Howe ist sozusagen die Grande Dame der UFO-Forschung in den USA. Sie beschäftigt sich seit vielen, vielen Jahren mit all diesen Sachen und hat mit zahlreichen Insidern aus dem Militär und Geheimdienst geredet. Und was die ihr erzählt haben, das lässt selbst mir die Haare zu Berge stehen. Manche Entführungsopfer und Whistleblower aus dem Militär sagen, dass die Kontrolle der Außerirdischen über ihre Fähigkeit, sich jederzeit unsichtbar zu machen, ein entscheidender Faktor für ihre Interaktionen mit der Erde ist. Ein Informant des Militärgeheimdienstes DIA sagte mir, die ganze Situation wäre so komplex, weil sich die Reptiloiden als große blonde Nordics oder Tall Whites oder verschiedene graue tarnen können. Ebenso können sich die großen blonden Nordics, Tall Whites und verschiedene Grauen als reptilienartige Humanoide tarnen. Und manche dieser Außerirdischen können sich als Menschen unter uns tarnen. Die großen Whites sind angeblich freundlich, haben ein persönliches Interesse an unserer menschlichen genetischen Evolution und versuchen angeblich, uns zu helfen. Der legendäre UFO-Forscher und Autor John Keel kam zu folgendem Schluss, ich zitiere, es geht um weit mehr als nur die Überwachung von uns Menschen. Ein Jahrzehnt nach seinem bahnbrechenden Buch Our Haunted Planet aus dem Jahr 1971 hat Keel in einem Artikel für die Zeitschrift Pursuit das mysteriöse UFO-Phänomen wie folgt auf den Punkt gebracht. Das UFO-Phänomen operiert außerhalb oder jenseits der menschlichen Rasse und es manipuliert uns kontinuierlich. Das ist der Teil, über den wir uns Sorgen machen sollten. Das Phänomen interessiert sich anscheinend nicht für unsere alltäglichen Angelegenheiten, es sei denn, sie beeinflussen den rätselhaften langfristigen Plan der UFO-Intelligenzen. Hier sehen Sie eine Sternenkarte, an der ich seit dem letzten halben Jahr gearbeitet habe. Ich benutze die App StarMaps. Also ist alles im Verhältnis zu einer professionellen Sternkarte. Hier ist unser Sonnensystem. Gleich sprechen wir über die Insektoiden von Epsilon Eridani, die nur 10,5 Lichtjahre von der Erde entfernt sind. Die rothaarigen Humanoiden gehören angeblich zu Chalcedony. Das ist unsere Sonne und hier die Erde. Die Tall Whites sollen auf 82G Eridani leben, der knapp über 40 Lichtjahre entfernt ist. Sirius A und B werden mit den Nordics und den im Wasser lebenden Humanoiden in Verbindung gebracht. Selbst die Fachleute haben sich damit beschäftigt. Aber wenn es um Entführungen geht, wenn es um das Sirius-Mysterium geht, nach dem Klassiker von Robert K. Temple, spielen Sirius A und B eine sehr wichtige Rolle. Und nach meiner Recherche ist dieses Sonnensystem mit den Nordics und den wasserlebenden Humanoiden verbunden.
and water living humanoids. And here it is interesting. Und jetzt wird es interessant. Diese Informationen habe ich von einer Quelle, die in der Luft- und Raumfahrt und beim Militär gearbeitet hat. Dieser Mann hat mehr als 30 Jahre lang mit Leuten von der CIA und der DIA zusammengearbeitet. Ich finde, sie verdienen zumindest eine grobe Orientierung in Bezug auf unsere unmittelbare interstellare Nachbarschaft. Und er hat gesagt, Rigel, der heute den Reptiloiden gehört, war ursprünglich der Planet der Nordics, bevor sie von Procyon vertrieben wurden. Deshalb erzählen die Entführungsopfer von großen Kriegen, die stattgefunden haben. Und dass es auch heute noch Kriege gibt. Aber sie werden nicht vor unseren Augen ausgetragen, mit Kanonen und Kugeln. Sie werden mit Hilfe von allerlei Manipulationen, wie zum Beispiel Gedankenmanipulationen, geführt. Und hier ist Procyon A und B, wo die blonden, blauäugigen Nordics, die angeblich zusammen mit den Tall Whites in unserem Interesse arbeiten, und was vielleicht so erklärt werden kann. Wenn sie vor langer Zeit in ihrem Sonnensystem von Reptiloiden angegriffen wurden und dann in das nächstgelegene Sonnensystem, Procyon A und B, umziehen mussten, dann hätten sie einen Grund, zusammen mit den Tall Whites gegen die Reptiloiden und die feindlichen Insektoiden zu kämpfen, zu denen ich gleich noch komme. Ich tue einfach mal so, als ob wir alle darüber Bescheid wüssten und als ob darüber berichtet würde. Und dass das Problem mit den bewohnten Sonnensystemen bereits bekannt ist. Mir ist klar, dass ich in der Gegenwartsform spreche und dass das Thema die Menschheit spaltet. Diese Spezies, Sie, ich, der Homo sapiens, existiert in der heutigen Form erst seit 45.000 Jahren, infolge einer Kreuzung mit dem Neandertaler. In der New York Times und in der Washington Post ist die Rede von 2 Millionen Jahre alten Primaten oder Humanoiden. Das wäre dann Homo erectus. Vor 2 Millionen Jahren hat etwas die DNA in Afrika manipuliert und daraus entstand der Homo erectus, der auf 2 Beinen lief. Aber Homo erectus ist nicht Homo sapiens sapiens. Und der Neandertaler ist kein Homo sapiens sapiens. Und ich weiß jetzt dank vieler Quellen, dass unsere Regierung inzwischen immer besser versteht, dass vermutlich mindestens 3 außerirdische Zivilisationen an der DNA-Manipulation an sich entwickelnden Primaten beteiligt waren, um dieses Modell hier zu kreieren. Die Frage ist, wenn wir von anderen Zivilisationen mittels hochentwickelter Technologie erschaffen worden sind und die imstande sind, das Weltall mit einem Quantentunnel zu durchqueren, dann können sie 50 Lichtjahre in 5 Erdtagen zurücklegen. Warum schufen sie ausgerechnet uns, also dieses Modell eines Humanoiden, und brachten es auf die Erde? Und dann erschufen sie eine andere Spezies, um uns zu überwachen. Dazu komme ich als Nächstes. Und warum ich Ihnen bewusst machen möchte, dass wir hier in einer Nachbarschaft leben und dass zumindest die US-Regierung diese Information und noch eine ganze Menge mehr hat. Als Mensch und als langjährige Reporterin bin ich persönlich der Meinung, dass Sie und ich und jeder Mensch auf diesem Planeten es verdienen, die Wahrheit zu erfahren. Andernfalls werden wir auf ewig in einer Welt leben, in der nur die Mächtigen das Sagen haben, egal ob menschlich oder nicht menschlich. Sie kontrollieren die Freigabe von Informationen. Und wenn man alle Informationen kontrolliert, was passiert dabei? Die Macht wird dadurch definiert, wer welche Informationen über außerirdische Intelligenzen hat, die mit unserem Planeten interagieren. Intelligences interacting with our planet.
Das sollten wir uns klar machen, weil ich nicht glaube, dass es im Interesse der Mächtigen ist, uns die Wahrheit zu sagen. Und ich versuche, ihnen einen groben Überblick zu geben und warum wir meiner Meinung nach unbedingt die Wahrheit herausfinden müssen. Explain why we need to keep trying as hard as possible to understand what the truth is. Procyon A und B, hier oben links im Bild, ist ein Doppelsternsystem, das etwa 11,46 Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Angeblich leben die großen blonden Nordics jetzt auf dem vierten Planeten im Orbit des Procyon-Doppelsternsystems, nachdem sie nach tausenden Jahren Krieg gegen die Reptiloiden und kleine Grauen von Rigel, hier unten rechts, vertrieben wurden. Manche Informationen über die Geschichte der Außerirdischen stammen auch aus Hypnosesitzungen mit Entführungsopfern. 1993 gab es einen Bericht von Entführungsopfern, den der UFO-Forscher George C. Andrews erstmals unter dem Titel E.T. – Freunde und Feinde veröffentlichte. Ich kannte George. In dem Bericht heißt es, große blonde Humanoide von Procyon haben Experimente durchgeführt, bei denen es sowohl um künstliche Befruchtung als auch um Kreuzung mit primitiven Menschen ging. Das Ziel war es, die größere Gehirnkapazität der Nordics mit der Lungenkapazität und dem Atmungssystem der primitiven Menschen zu kombinieren, die besser für das Leben und Arbeiten in der Erdatmosphäre geeignet war. Das plötzliche Auftauchen des Cro-Magnon Homo sapiens sapiens, also der heutige Mensch, war das Ergebnis genetischer Eingriffe seitens der Nordics in die sich entwickelten Primaten auf der Erde, und die großen blonden Nordics von Procyon haben sich immer wieder mit uns Menschen in verschiedenen Phasen unserer evolutionären Entwicklung gekreuzt. Und diese Kreuzung mit der Menschheit, um uns zu verbessern, findet immer noch statt. Der Grund für diese Kreuzung mit den Menschen ist, unsere Spezies auf eine höhere Frequenz zu bringen, um uns dabei zu helfen, uns selbst voranzubringen. Es geht ihnen um das Wohlergehen aller Lebewesen, nicht nur das der Menschen. Wenn wir unser volles Potenzial ausschöpfen, anstatt uns selbst zu zerstören und die Biosphäre unseres Planeten zu vernichten, dann profitiert die gesamte Biosphäre davon. Die Nordics von Procyon versuchen, die etwas verkorksten Ergebnisse ihrer früheren genetischen Eingriffe hier auf der Erde zu korrigieren. Der Mensch ist zwar körperlich akzeptabel, aber psychisch gesehen sind wir eine instabile und unreife Spezies. In den 70er bis 80er Jahren war George einer der ersten, der zahlreiche Interviews mit Menschen geführt hat, die am Entführungssyndrom litten und sich nicht öffentlich äußern wollten. Und diese Zitate von George aus seiner damaligen Arbeit zeigen, dass die Entführungsopfer in den 70er und 80er Jahren ganz ähnliche Aussagen gemacht haben wie heute. Und stehen euch jetzt auch die Haare zu Berge? Das ist noch gar nichts, denn das Bild, das Linda Moulton Howe hier von den Außerirdischen und ihren Motiven zeichnet, ist ziemlich komplex und verwirrend und vieles stammt aus anonymen Geheimdienstquellen. Und da ist natürlich Vorsicht geboten. Und darum habe ich beschlossen, diesen Vortrag nicht ohne eine kleine Einordnung zu veröffentlichen. Und die findet ihr jetzt ebenfalls auf Exomagazin TV, aber nur, wenn ihr Abonnenten auf unserer Webseite seid. Freigeist zu sein heißt eben auch, dass man sich mit Sachen beschäftigt, die nicht ins eigene Weltbild passen und dass man die verschont, die damit nicht umgehen können. Macht's gut, bis bald. Ciao.